Ich will wieder fröhliche Musik. Ich will wieder fröhliche Musik. Ihr seid ja alle zu Eis gefroren. Was ist mit dem Weisen? Schauen wir doch mal direkt. Wieso mache ich jetzt da die Türen auf? Wo ist der... Moment. Kann ich den Weisen beklauen? Nö. Noch nicht. Da, 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 da. Doch schon schade. Au! Doch schon schade, dass wir den Weisen nicht beklauen können. Da ist er ja. Weiser, du lebst. Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender. Du hast diese Situation heraufbeschworen. Diese Tür sollte verschlossen bleiben. Ich hatte große Angst. Aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Jo. Genau, wenn du weißt, was ich tun muss, dann sage es mir jetzt. So sei es. Verlass das Dorf, Foxy. Du wirst 5 Türme finden. Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. So, aber ich will erst mal dahinter. Und guck mal, der Weise, der hat uns überholt, ohne dass wir es mitbekommen haben. So, der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. Foxy hält 50 Taler. Der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. Foxy hält Heilknoll. Und wir haben was vergessen. Wir müssen nämlich nochmal in die Truhe. Wir müssen... Ja, mein Stuhl knarrt, unseren Kristallspeer ja noch ausrüsten. So, ausgerüstet. Sehr schön. Da, da, da. So, ich werde jetzt mal ganz kurz mir einen Schluck Trinken genehmigen. Wenn das doch eine längere Aufnahme werden sollte. Ich glaube aber, der, also Fraps splittet das sowieso schon. Was ist das? Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. So. Yay. Hier ist jetzt diese epische Musik. Das ist die Unterwelt. Und hier finden wir 5 Türme. Und jeder Turm steht für einen Kontinent. So. Und dann gibt es aber noch 2 kleine Kontinente, die wir auch noch befreien können. Und die werden uns natürlich... Ne? Die brauchen wir. Das also meinte der Weise, als er Turm sagte. Was hast du gemeint? Meinte er eine Höhle oder ein Haus oder ein schönes Strandhäuschen? Natürlich meint er einen Turm, wenn er Turm sagt. Welch ein unheimlicher Ort. Wow, ein Face. Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Ich bin der Turmwächter. Was ist dein Begehr? Wie antworte ich? Foxy ist ein Rebell. Lass mich rein. Ich habe keine Zeit, mich dir zu erklären. Du hast Mut. So tritt denn ein und beweise ihn. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen. In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Foxy, erfüllst du dein Schicksal? Ja klar, erfülle ich mein Schicksal. So. Gehen wir mal hier rein. So. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, ich zeige euch jetzt mal die Attacken, die normale Stichattacke. Die können wir, das ist die normale Stichattacke. Und wenn wir immer wieder diesen Button smashen, haben wir die sogenannte Amok-Attacke. Die weiß ich jetzt zufällig vom Namen her. So, dann haben wir noch diese Sprungattacke. Und wenn wir rennen und in die jeweilige Richtung drücken, ne? Dann macht er diese Flugattacke, ich nenne sie jetzt mal Flugattacke, diesen Zustoß. Dann gibt es noch meine Lieblingsattacke, das ist die hier. Ich sage immer durchrushen. Und damit können wir jetzt diese Hubbers besiegen. So, Gegner bringen Geld und Erfahrungspunkte. Je höher die Erfahrung, je mehr Erfahrungspunkte wir kriegen, desto höher steigen wir im Level. Und weil wir es können, gehe ich jetzt nochmal in diesen Raum und werde diese 3 Hubbers nochmal besiegen. Denn ein bisschen extra Erfahrung kann nicht schaden. Weil nachher kommen noch ein paar größere Gegner. Vor denen habe ich immer ein bisschen Angst. Was war das für ein Geräusch? Und ja, vor allem... Ich habe einen neuen Follower auf Twitter. Hey, cool. So, das war eine E-Mail. Jetzt habe ich es kapiert. So, jetzt schauen wir doch mal auf die andere Seite. Machen hier die Hubbers noch platt. Bäm, Junge. Bäm, Junge. Bäm. Sammeln das Geld natürlich ein. Ach ja, dann haben wir noch das Schild. Ähnlich wie bei Illusion of Time.
Allerdings könnt ihr damit kein Geld anziehen. Keine Steine. So, wir haben einen neuen Follower auf Twitter. Ist das nicht toll? Vielleicht habe ich auch einen Abonnenten mehr. Mal schauen. Nein, also so nötig habe ich es jetzt nicht, während der Aufnahme nachzuschauen. Ich meine, ich arbeite jetzt hier schon an zwei PCs. So, und wir sollten jeden Gegner hier besiegen. Ich glaube, der hier hat eine Seele, der eine. So, weil, ja, wie eben schon gesagt, die Gegner könnten Seelen enthalten. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Aber das kennt ihr von mir ja nicht anders, als dass ich mich doof anstelle. Ich bin eine wandernde Seele. Alle Lebewesen werden in Dämonen verwandelt. Befreie auch die anderen auf diese Weise. Alles klar. So. Ach komm, ich gehe jetzt mal nebenbei auf meinen Channel. So. Und drücke das startende Video auf Pause. So, du bist auch down. Und wir haben ein Level Up. Das ist sehr schön. Das ist wichtig. Das brauche ich. Ich muss auch mal nebenbei auf mein Handy schauen. Ich habe nämlich noch ein kleines WhatsApp-Gespräch am Laufen. Ja, ich bin Multitasking pur heute. Ich bin Mr. Multitasking Fox. So. Eigentlich wollte ich ja schauen, wer mein neuer Follower auf Twitter ist. Keine Daten empfangen. Du Arsch. Ich laufe hier gerade blind. Das ist witzig. So. Wir haben einen neuen Follower. Kennt ihr das, wenn euch Leute auf Twitter folgen, die euch nur folgen, weil sie bekannter werden wollen? Das mag ich überhaupt nicht. Ich folge den Leuten, wo ich die Tweets lesen will, nicht weil ich bekannter werden will. Das ist jetzt meine Meinung. Ich meine, jeder hat da... Die meine ich. Die sind sehr witzig. Die mache ich upsala, am liebsten so, ohne mich treffen zu lassen. Ja, das Schöne an unserem Speer, den wir hier haben, ist, er füllt uns nach einer Zeit immer weiter auf. Ihr seht, jetzt haben wir 23, gleich haben wir 24. Ja, von denen will ich mich ungern treffen lassen, weil die ziehen doch schon direkt 6 ab. Das ist mit unseren gesamt 33 doch schon ein Haufen Zeug. So. Ich krieg dich. Ohne, dass du mich platt machst. Siehste? Wir müssen ja auch schon im nächsten Part sein. Schreibt mir doch mal als Kommentar, was ihr davon haltet. Jemanden... Auch Abo... Es ist für mich dasselbe wie Abo gegen Abo. Für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir das ja mal in den Kommentaren schreiben. Was ihr davon haltet, wenn ihr Twitter habt. Was ihr davon haltet, dass euch Leute folgen. Nur damit ihr ihnen auch folgt. Damit sie mehr Follower bekommen. In dem Moment auch mehr... einen höheren Bekanntheitsgrad. Und... Ja, also ich mag es überhaupt nicht, weil das ist Gebettel um Views und um Follower und keine Ahnung. Es ist Gebettel ohne Ende. Sowas kann ich überhaupt nicht ab. So, jetzt will ich mal kurz in die Truhe hüppen. Denn ich möchte mir in der Utensilienkammer mal die Knollen ausrüsten. So, die haben wir jetzt da oben in der Itembox. Haben wir denn eigentlich schon eine Rüstung? Ich glaube doch. Hey, guck mal, eine Schutzweste. Ja, klar. Die macht uns doch schon ein bisschen stärker. Da halten wir ein bisschen mehr aus. Schauen wir mal, wer das ist hier nebenbei. Ja, seht ihr? Genau so einer ist das. Ach ja, naja, ich find's ja toll, wenn wir die Leute followen, weil da ist... Ja, ich find's ja schon toll, aber es muss nicht unter diesen Umständen sein, sag ich jetzt mal. So. Ja, jetzt halten wir ein bisschen was mehr aus. Das ist schon mal sehr schön. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Komm, hau mich mal. Du sollst mich hauen. Haha, nur noch 3. Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt. Ach, du sollst mich nicht hauen. Okay, ich habe eben gesagt, du sollst mich hauen, aber... Au. Das habe ich doch nicht so gemeint. Ey. Au. Verpiss dich. Geht doch. Sehr schön. Hier oben haben wir noch Kristall. Den will ich haben. Ich will so gut wie alle Kristalle einsammeln, aber ich tausche sie nicht gegen Zauber ein. Ich bin nicht so der Zaubertyp hier bei diesem Spiel. Muss ich jetzt echt mal sagen. Also, ich verwende kaum Zauber eigentlich. Ja,
Ist so. Ich verwende in diesem Spiel kaum Zauber. Wow, da ist ja noch einer. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir haben doch nur noch 15 KP. Jetzt haben wir nur noch 13. Au, jetzt haben wir sogar nur noch 11. Und wir könnten mal wieder ein Level abbekommen. Weg da. Ein Hubba. So. Hier sind wir schon im letzten Raum, deswegen werde ich mir jetzt eben mal kurz die Zeit nehmen, mit euch ein bisschen zu quatschen, bis oben die KP voll sind. Ihr seht, es geht ein bisschen schneller, die Musik läuft auch ein bisschen schneller, ich rede auch ein bisschen schneller. Das liegt alles daran, dass ich die Fast-Forward-Taste drücke. Die Fast-Forward-Taste ist natürlich auch für meine Stimme zuständig, deswegen rede ich auch schneller. So, ich habe momentan mit meinem Headset das Problem, dass ich alles nur auf dem linken Ohr höre und ab und zu mal kommt ein Ton auf dem rechten Ohr. Naja, ist ja auch egal. So, Foxy, du stehst kurz vor der Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen, doch manche besitzen eine Seele. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. So, und das ist jetzt praktisch gesehen unser erster Bosskampf. Ah, ich würde es jetzt nicht als Bosskampf bezeichnen. Das sind einfach nur vier von diesen roten Hubbas, die jetzt nicht allzu schwierig zu besiegen sind, wenn man sich nicht so dämlich anstellt wie ich. So, du bist down und wir haben Level Up, das ist schön. Level 3 erreicht, KP steigt um 6, Abwehr steigt um 1, Glück steigt um 1. Was ist eigentlich das Glück? Ich denke mal, wie gesagt, ich denke mal, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass wir nicht mehr so oft vergiftet werden. So, und jetzt werde ich gleich mein schönes, nettes Schnütchen halten. Die Stimme des Wächters ertönt dein Leben. Das Leben ist auf dem Weg zur Welt zurückzukehren. Die Erde befindet sich kurz vor der Errettung. Foxy, diese Tür ist die Pforte zu neuem Leben. Tritt ein. So, und ich werde jetzt mal kurz das Headset ausschalten und ihr genießt diese tolle Musik, die jetzt gleich erscheint. Derzeit kann ich nämlich auch mal was trinken. Ja, die tolle Resurrection-Mucke von Terranigma. Ich finde sie einfach nur geil. Schneebedeckte Berge, schneeweiß. Sehr schön. Wunderschön. Ich habe die Zeit genutzt. Ich habe jetzt im WhatsApp zurückgeschrieben, einen Schluck getrunken und was für die Gesundheit getan. So nebenbei, ganz ohne Zigarette geht's dann doch nicht. Und der größte Kontinent ist direkt schon mal wieder zurückgekehrt. Eurasische Platte, Eurasien. Eurasien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Yeah. Und warum? Weil wir es können. So, Melina ist wieder frei. Die Weberei an für sich ist wieder befreit. Das finde ich sehr toll. So, ab zum zweiten Turm, ohne in die Stadt zu gehen. Und ich liebe diese Musik hier im Untergrund. So, der Turm Nummer 2 müsste der hier sein. Der hier unten.